Künftig soll eine Geschäftsstelle diese Orte definieren, profilieren, vernetzen, vermarkten, wie Roland Zillmann, Chef der Vista Management GmbH, es erklärt. Er übernimmt diese Aufgabe für die nächsten Wochen und sucht derzeit kompetente Leute, die das übernehmen. Hier ein Überblick über die Zukunftssorte, wie sie die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe von Senatorin Ramona Popp, Grüne, definiert und beschreibt. Es handelt sich um gekürzte Formulierungen und Interpretationen des Senats, nicht der Redaktion. Adlershof wird seit 1991 auf einer Fläche von 4,2 Quadratkilometern zu einem Standort für Wirtschaft und Wissenschaft ausgebaut. Mit rund 1.000 Unternehmen, 16 wissenschaftlichen Einrichtungen, 2 Gründerzentren, über 16.000 Beschäftigten und rund 6.700 Studenten ist Adlershof heute der größte Wissenschafts-, Wirtschafts- und Medienstandort in Berlin und Brandenburg. Der einstige erste deutsche Motorflugplatz war bis 1989 das wichtigste Forschungszentrum der DDR und zählt heute zu den etablierten Zukunftssorten der Stadt. Als Technologiepark ist Adlershof führend in Deutschland und Europa. Adlershof ist ein idealer Standort für forschungs- und technologieorientierte Nutzungen mit Flächenpotenzialen für weiteres Wachstum. Der Einsatz von Fördermitteln der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe hat maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des Standorts beigetragen. Insgesamt wurde die Infrastruktur bis heute mit Gesamtinvestitionen von über einer halben Milliarde Euro, 540 Millionen Euro, aus GRW-Mitteln gefördert. Um die Vernetzung zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung in Adlershof weiter zu unterstützen, hat die Senatsverwaltung unter anderem den Bau des Zentrums für Photovoltaik und erneuerbare Energien, das Ende 2013 eröffnet wurde, mit rund 25 Millionen Euro aus GRW-Mitteln gefördert. Auch die Förderung der Erschließung und Baureifmachung weiterer Gewerbeflächen zwischen Groß-Berliner Damm und Betriebsbahnhof Schöneweide mit GRW-Mitteln hat zum Ziel, die Attraktivität des Standorts Adlershof für Unternehmensansiedlungen noch weiter zu erhöhen. Als Beteiligungsgesellschaft des Landes Berlin gestaltet die Vista Management GmbH gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft, der Adlershof Projekt GmbH, die Weiterentwicklung des Standorts Adlershof. Dazu gehören die Immobilienvermarktung, die Unterstützung von Gründerinnen und Gründern, die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft sowie die nationale und internationale Kooperation. Berlin Buch ist seit rund 100 Jahren renommiert für seine Kliniken und Spitzenforschung und heute einer der größten biomedizinischen Standorte Deutschlands. Über 6.000 Arbeitsplätze bietet allein die Gesundheitswirtschaft, davon fast 3.000 in Einrichtungen der Grundlagen- und klinischen Forschung. Der Biotech-Park Berlin-Buch gehört zu den führenden Technologieparks deutschlandweit. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft fördert den etablierten Zukunftsort Buch, da er mit seinem klaren Fokus auf Biomedizin, Life Science-Unternehmen und Forschungseinrichtungen einzigartige Bedingungen für Synergien und Vernetzung auf internationalem Niveau bietet. Insgesamt sind seit 1992 durch die EU, den Bund und das Land Berlin 510 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln in den Campus Buch investiert worden, um diese Synergien zu unterstützen.